Hallihallo und herzlich willkommen wieder mal zu einem weiteren Video von mir auf meinem Kanal. Ja, neuer Tag, neues Video, neuer Bauspaß. Ah, ich freue mich mal wieder aus dem Bereich City. Was habe ich euch mitgebracht? Die 60335. Ja, das ist ein Bahnhofset. So ein kleiner Bahnhof. So stelle ich mir zwar meinen nicht vor, aber dennoch denke ich, dass ich hier einiges verwerten kann für meine City. Und tatsächlich haben wir hier ein Exklusivset auf dem Tisch. Jo, wer hat es gedacht? Etwas aus City exklusiv. Gibt es hin und wieder mal, meistens uninteressant. Doch hier habe ich wirklich nur Gutes gehört bisher über dieses Set. Und davon möchte ich mich natürlich auch selbst überzeugen. Was haben wir denn? 907 Teile, ja, ab 7 Jahre das Ganze freigegeben und eine UVP von schlappe 80 Euro. Boah, der tut erstmal weh. Ja, muss man durch. Wir schauen uns mal die Verpackung an. Vielleicht sehen wir hier schon das ein oder andere, was den 80 Euro ungefähr uns näher bringen wird. Die Vorderseite einfach mal alles schön übersichtlich dargestellt, was wir so sehen. Ja, gleich schon eine fürchterlich schreckliche Botschaft hier auf der Vorderseite der Verpackung. Da seht ihr das. Diese hässlichen Straßenplatten, diese abgrundtief hässlichen Straßenplatten sind inklusive. Nein, danke. Was haben wir da oben? Ein paar hübsche Minifiguren, finde ich ganz nett, sieht toll aus. Auch unser kleiner Biker auf der linken Seite. So. Sowie das Toilettenhäuschen, das fand ich sowieso cool. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Rückseite. Sodele. Was haben wir hier? Der Bus, als ich den Bus das erste Mal gesehen habe, habe ich echt gedacht, der sieht echt cool aus. Also auch in der Farbe, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Den werde ich sehr wahrscheinlich 1:1 in meine City übernehmen. Auch hier hinten mit der Halterung zum Fahrrad. Sowas gab es zwar schon mal. Aber gerade hier so in der Konstellation, muss ich sagen, gefällt er mir sehr, sehr gut. Der Bahnhof, der ist eigentlich ein Witz, das ist nichts Besonderes in dem Bereich. Muss man sich anschauen. Mal gucken, wie das hier aussieht. Ja, was ich hier auch interessant finde, ist hier dieses System, ja, wo dann hier nachher auch das Ganze über den Zug noch betrieben werden kann. Ja. Das sehen wir gerade hier in dem Bereich mit der Maschine hier. Könnte schon interessant werden, definitiv. Also gefällt mir ganz gut, auch so hier mit den Tickets und so. Auch sowas in der Richtung wollte ich bei mir mit einführen. Mal gucken, wie es hier gelöst ist. Sogar das Toilettenhäuschen könnte ich mir in der City vorstellen. Ja, wird immer gebraucht, warum nicht? Nein, muss man testen, muss man prüfen. Wir schauen es uns an. Ich packe direkt mal aus und dann schauen wir mal, was sich in der Box befindet. So. Ist eine Menge los, wie ihr seht. Ja. Also ein Haufen Tütchen, 907 Teile, aber hauptsächlich größere Teile. Also man unterschätzt das ein bisschen. Ja. Also ich habe da schon andere Sets gebaut mit knapp 1000 Teile, wo gefühlt die Hälfte auf dem Tisch lag. Und hier ist das doch schon einiges. Also ich bin hier echt mal gespannt. Was ich mal wieder ganz toll finde, sind hier ein paar Schienen, die sind mit dabei. Das ist immer ganz gut. Kann man immer brauchen. Und hier sind sie. Das ist mag sie nicht, tut mir leid. Anleitung hier gut verpackt, machen wir mal auf. Schauen wir uns an. Ah, ja. Ja, da sehen wir hier dementsprechend die Anleitung selbst. Ja. Wie man es so kennt, nichts Berauschendes, nichts Außergewöhnliches. Ach, da kommt noch ein bisschen mehr, sehe ich gerade. Da haben wir das nächste Heftle und hier kommt auch meine zweite Phobie neben den Straßenplatten direkt hoch, denn wir haben Sticker. Gut, habe ich nichts anderes erwartet, das ist immer so, ist normal. Ja, ich mache mich an einem Aufbau, ich stoppe meine Zeit, dann lege ich direkt jetzt gleich los und wir sehen uns gleich wieder mit dem fertigen Endergebnis. So, Dele, ich bin fertig. 1,5 Stunden hat es gedauert. Und ich muss echt zugeben, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, die eine oder andere Überraschung war definitiv da. Und ja, also viel, viel Positives, was ich euch eigentlich in dem Bereich berichten kann oder möchte. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht, wirklich. Wir schauen uns mal die einzelnen Dinge an, die jetzt hier so mit enthalten sind. Dann können wir ein bisschen mehr ins Detail gehen, was ich euch noch so zeigen wollte. Ja, beginnen tut ihr mit diesem kleinen Stück hier und ich zeige euch das mal so im Einzelnen. Ja, also hier nichts Berauschendes in dem Bereich. Ihr habt hier hinten nochmal einen kleinen Kran mit dabei, der hier so beweglich dabei ist. Ja, und dass er dementsprechend die ein oder andere Arbeit ausführen kann. Ja, Besen verabschiedet sich schon.
Was natürlich cool ist hier an der Funktion, ihr könnt hier vorne das Ganze dann runterklappen. Ja, also wenn ihr jetzt hier das Ganze umlegt, ist das Ganze so eingestellt. Dieser Besen nervt. So. Ist das Ganze so eingestellt, dass der ganze Truck hier auch auf den Schienen unterwegs sein kann. Ja, das Ganze natürlich auch mit dem Anhänger, dementsprechend auch mit den speziellen Räte, dass das Ganze auf den Schienen läuft. Ist soweit ganz gut gemacht, ist schön anzusehen. Ja, aber nichts Berauschendes, nichts Auffälliges, alles okay. Was ich cool fand hier in dem Bereich, ja, also schaut euch den Anhänger an. Ich glaube, da braucht man auch nicht viel dazu sagen. Alles gut. Das Dixie-Klo, das finde ich ja witzig. Ja. Das finde ich richtig, richtig witzig. Und ist schön gebaut, auch hier mit den Teilen da oben. Ja, das Dach, also wirklich sieht gut aus. Auch hier die Bautechnik, die hier angewendet wurde. Alles cool, ja. Und dann kam der Punkt, wo ich es gebaut hatte. Und da musste ich so lachen. Ich musste so lachen. Ja, weil ich zeige euch das nochmal kurz auf der Verpackung. Da seht ihr diesen kleinen Racker hier, den hier. Ja. Und die Figur hat tatsächlich noch einen zweiten Gesichtsausdruck. Ich zeige ihn mal euch. Schaut mal, wie der guckt. Und ihr seht, der kommt aus der Toilette raus. Ne? Ich hoffe, man kann es jetzt einigermaßen erkennen. Ja, sieht man es? Ich hoffe es. Versuchen wir es noch mit ein bisschen Licht. Schaut mal, was in der Toilette ist. Ich weiß, das Ganze trägt echt meine Handschrift. Aber ich habe damit nichts zu tun. Ich habe es so gebaut, wie es vorhergesehen war. Ich fand das so witzig. Und dann vor allen Dingen noch dieser Gesichtsausdruck dazu. Ja. Ich fand es witzig. Direkt danach baut ihr dann diesen schönen Bus. Also das hatte ich ja, glaube ich, von Anfang an schon erwähnt gehabt, dass der mich wirklich überzeugt hat. Ja, also allein vom Optischen her. Ja, ich habe es sogar geschafft, mal einigermaßen die Aufkleber zu kleben. Wobei, doch, es geht noch. Ja, also ich fand den wunderschön, den Bus, definitiv. Auch hier hinten hat man sich echt was einfallen lassen. Also mit der Werbung hier, ja, oben die Busnummer. Ich finde das mit der Werbung auch cool und vor allen Dingen hier dieses System mit dem Fahrradständer. Ja, da gibt es ja noch so ein kleines Fahrrad mit dazu. Das könnt ihr dann da oben einfach mit einhängen, zack. Und ja, da kann nichts passieren. Das Ganze, das hält, ja. Also alles überhaupt kein Problem in dem Bereich. Und da hat man sich echt mal was ausgedacht. Hier schöne große Türen, ja, hier wurde eine 6er Breite verwendet mit den schmalen Dreiertüren und das sieht für mich toll aus, ja. Also ihr könnt dann da oben auch das Dach abnehmen, ja. Und dann seht ihr auch, da ist sogar ein wenig Platz drin. Ja, hier vorne dann auch nochmal mit einem Aufkleber vom Town Center, aber das ist okay, wenn man hier mit Aufkleber arbeitet, kann ich mitnehmen, ja. Vorne auch nochmal natürlich. Aber mir hat einfach der Bus sehr, sehr gut gefallen, ja, und auch hier mit den großen Türen, das ist schon wirklich wunderbar gelöst. Mir gefällt der extrem gut, muss ich sagen. Ja. Ja, schauen wir uns mal noch direkt die Minifiguren an, die hier dabei sind. Das sind die Minifiguren, die es hier bei diesem Set mit dazu gibt. Insgesamt 6 Stück an der Zahl. Alle 6 sind exklusiv. Ja, ja, ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt. Für mich sind exklusive Minifiguren in der City-Themenreihe nichts Besonderes oder Aufregendes. Man freut sich halt über den einen oder anderen Stadtbewohner, den man dann hat und dann passt das insgesamt auch schon. Ja. Also zu unserer Linken, dieser Schönling hier, der hat auch nochmal einen Helm mit dabei. Da ist der Helm, denn das ist eigentlich hier unser Radler. Ja. So, warum der so einen Gesichtsausdruck hat, haben wir schon kennengelernt. Hier Stadtbewohnerin, ganz nett. 2 Bahnmitarbeiter, ganz nett. Der hier fand ich cool. Ja, ich versuche den Ganzen mal hier so ein bisschen ins Licht vorzuholen. Ich hoffe, man kann das auf der Kamera relativ gut erkennen. Das ist so ein Neon-Yellow nennt sich das. Ja, also selbst auch der Helm fand ich irrsinnig cool. Ja, also das ist mir direkt aufgefallen in der Tüte, wo alles noch in einzelnen Steinen war. Wie gedacht, hoppla, was ist das denn? Ja, also es hat mich so richtig angestrahlt und mir hat das richtig gut gefallen. Ja, es sind auch so kleine Details, wie jetzt bei der Dame hier, ja. Schaut mal hier, diese Hosentaschen, wo man hier nochmal als Print mit drin hat. Finde ich cool, absolut, ja. Also auch die Frisuren, wo jetzt hier mit dabei sind und so. Alles toll, zeitgemäß. Figuren finde ich persönlich super gut und schön gelungen. So, zuletzt schauen wir uns jetzt den Bahnhof selbst an und seid gespannt. Der Bahnhof, ich habe ihn bewusst zum Schluss gewählt, weil ich habe es, glaube ich, am Anfang schon erwähnt gehabt,
Nichts Berauschendes, nichts Besonderes, interessiert mich nur so beiläufig. Ja? Sowas in der Art hatte ich ja erwähnt. Wobei ich aber jetzt echt sagen muss, ich war stark überrascht. Ich zeige euch auch gleich warum. Zum einen habt ihr mal jetzt hier, ja, das ist jetzt nichts Besonderes, ich will es euch aber dennoch zeigen. Ihr habt ja hier die Funktion, wo ihr dann ganz normal auffahren könnt, ja, und könnt dann hier zum Beispiel schon wieder dieser Besen, also irgendwie. Ja, dann könnt ihr hier dann quasi auch mitfahren, hinten dran auch mit Anhänger. Das Ganze geht hier durch. Ja, passt alles wunderbar. So, dass das Ganze jetzt so vom Schienensystem her überhaupt keinen Sinn ergibt, weil normalerweise, das ist ja ein Bahnhof und da fährt nochmal ein Zug durch. Ja. Und ja, also ich glaube nicht, dass er den Zug entgleisen lassen wollte, links und rechts. Das Ganze macht natürlich nur Sinn über eine Weiche. So weit, so gut, ist ja alles okay. Ja. Das muss jedem klar sein. Aber es ist auf jeden Fall eine nette Funktion, dass man hier mit auffahren kann. Ich mache das hier mal weg, ich zeige euch das mal einzeln. Ihr habt jetzt hier einfach die Straße selbst nochmal. Warum man das jetzt hier rund gemacht hat, keine Ahnung. Also ergibt jetzt für mich keinen Sinn, hätte man anders lassen können. Schranken, relativ einfach und primitiv, aber es funktioniert. Ganz tolles System. Ja. Auf der anderen Seite hier haben wir dann nochmal die allseits beliebte Straßenplatte hier. Ich habe dazu schon genug gesagt, ist nicht mein Fall. Ja. So. Jetzt, aber jetzt, schaut euch mal den Bahnhof an. Ich war echt überrascht. Ich dachte, die hätten uns mal wieder einfach so ein kleines Gebäude hingesetzt und so tralala. Ja? Nein, ganz im Gegenteil. Also, ich war überrascht. Und zwar, ja, da gab es so ein paar Bautechniken, wo ich einfach selber sagen musste, hoppla, was ist denn jetzt los? Ja? Also, ich baue ja sehr, sehr viel und aus diversen Themenreihen baue ich natürlich auch viel. Und Creator oder Creator Expert oder so, gerade so diese 18-Plus-Sets, da ist man es ja mal gewohnt, dass man irgendwelche Bauabschnitte dann einfach mal schräg baut oder auf den Kopf baut und das Ganze wieder zusammensetzt und so weiter, ja. Aber in einem City-Set, ja, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wann sowas mal vorkam. Mit Sicherheit schon ewig lang her, dass er dann, schaut mal, wie zum Beispiel hier die diversen Bautechniken jetzt hier vom Dach, ja. Also das Ganze ist jetzt hier einfach hier so schräg mit hochgebaut, ja, auch hier vorne. Und alles greift einfach sauber wieder ineinander rein, ja. Hier seht ihr auch nochmal die ganzen Beschriftungen hier. Ja, ja, das kommt so unerwartet in einem City-Set. Ja, man ist gar nicht vorbereitet. Wie so eine Schelle von hinten. Völlig unerwartet, ja. Also ich war echt platt, als das passiert ist auf einmal. Und habe gedacht, was ist denn jetzt los? Ja, das ist ein City-Set. Also ich war positiv überrascht von dem Bau. Der hat richtig Spaß gemacht. Ja. Also ich hätte es nicht gedacht. Ich mache die Schienen mal hier auf die Seite. Wir schauen es uns noch mal ein bisschen genauer an. Dazu nehme ich euch noch mal ein bisschen mit runter. So. So, ich glaube, so könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Von hinten. Von hinten, wie wir es gewohnt sind, schrecklich hässlich, alles offen. Boah, ja. Ist normal, ich weiß. Es wird sich nie ändern. Ja. Hier oben haben wir dann auch noch mal so ein paar Prints mit drin, ja, in so einem kleinen Räumchen, wo sie jemand sitzen kann, wie der da hochkommt, keine Ahnung, aber ist ja nicht mein Problem. Unten haben wir jetzt hier noch mal so einen kleinen Kaffeeautomat, ja, so eine kleine Snackbar stehen. Hier haben wir noch mal so ein Räumchen, wo es dann die Tickets gibt, ja. Hier ist dann noch mal so ein Fahrplan mit drin und hier seht ihr dann auch noch mal die Tickets. Es liegt einfach nur ein Ticket auf dem Tisch. Ich hätte mir jetzt hier so vielleicht so einen kleinen Ticketautomat oder so gewünscht. Das wäre noch was ganz Nettes gewesen. War jetzt hier leider nicht der Fall. Ja, hier seht ihr dann auch nochmal die Bautechnik hier oben. Es ist nichts Außergewöhnliches oder Berauschendes. Ich kann es jetzt mit runternehmen, sonst würde ich alles mit abziehen. Aber hier sind dann einfach nochmal ein paar Steine verbaut, die das Ganze dann nochmal drehen und ihr das ganz normal oben aufsetzen könnt. Aber saumäßig stabil, wirklich. Also da passiert gar nichts. Ja. So. Von vorne, Tür links, Tür rechts, soweit alles gut. Da hat man sich noch was einfallen lassen. Da hat man so einen kleinen Automaten hingebaut. Finde ich wirklich ganz, ganz nett. Das hat mir gut gefallen. Ja. Oder jetzt gerade mal hier, schaut mal da. Farbseuche ohne Ende hier, ja, in dem Bereich. Nein, Spaß. Das war ein Teil, wo mich wirklich sehr, sehr überrascht hat. Ja. Also, ihr habt jetzt hier eine ganz normale 4x8-Platte. Ja, und dann hat man hier überall diese Schrägen aufgebaut. Ja. Aber schaut euch das mal an, ja. Und normalerweise, wenn man so die Steine auch kauft, kosten die auch echt Geld, ja. War für mich stark überraschend, dass das auf einmal mit drin ist. Und ich meine, es sieht wunderschön aus. Braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Also ich finde es richtig schön. Ja, nicht einfach nur eine plumpe Wand, wie man es gewohnt ist. Nein, da hat man sich echt mal was einfallen lassen. Ja, da oben hat man noch ein bisschen Gemüse hingehängt am Eingang. Alles okay, ja.
Aber die Wand fand ich super. Auch hier mal wieder so eine Bank, nicht einfach nur eine plumpe Bank hingesetzt, sondern einfach mal noch ein bisschen Werbung drauf gemacht, wie man es eigentlich vom Bahnhof kennt. Ja. Erinnert euch vielleicht an den Bus, ja. Hier auch dasselbe nochmal. Mir gefällt's. Ja. Also es sind so kleine Details, wo ich einfach sagen muss, das finde ich schön und das ist doch schon positiv überraschend. Ja. Von der Seite übrigens auch nochmal so einen kleinen Aufkleber. Ja, da hat irgendjemand ein Kätzchen gefunden. Ja, und offensichtlich haben sich ein paar schon den Zettel abgerissen und sich bedient. Waren wahrscheinlich China-Restaurants. So, nee, wirklich positiv überrascht von dem Bahnhof. Ich kann ihn so nicht in meiner City übernehmen, aber ich kann richtig viel brauchen, ja, für meine City aus diesem Bahnhof. Aber als Spielset ist das echt endlich mal durchdacht und mit ein bisschen Details und Dekor. Ja, also ich heiße sowas gerne willkommen, wirklich. Ja. Und dann sind wir leider auch schon wieder beim Ende. Fazit und Zusammenfassung. Überraschung pur, muss ich wirklich zugeben. Ja, also es war so, ich habe das Set schon länger verfolgt und als ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das bisschen da für 80 Euro, nee, muss nicht sein. Ja. Und dann irgendwann ging das auch mal so weiter, dann habe ich mir diverse Sets angeguckt, wo auch der eine oder andere Bus mit drin war und habe gedacht, na, interessiert mich schon und ich will ihn auch mal gebaut haben und ja, lass bestellen. So, dann war das Ganze lange Zeit nicht lieferbar. Ja, da war es denn jetzt los? Seit wann sind City-Sets nicht lieferbar? Ja, also ich habe wirklich lange warten müssen. Und Tatsache, irgendwann ist es bei mir auf dem Handy aufgeploppt, wieder lieferbar. Ist auch cool. Lass bestellen. Ja. Klar, 80 Euro ist eine Stange voll Geld und ich weiß auch, dass der eine oder andere gleich wieder mosern wird. Ja, es ist zu teuer. Aber ganz ehrlich, ich bin echt zufrieden. Für 80 Euro bin ich wirklich zufrieden mit dem, was ich bekommen habe. Ja. Es sind viele coole Sachen dabei, die ich definitiv verwenden kann und brauchen kann. Ja. Und der Bau hat Spaß gemacht. Man hat sich auch mal was ausgedacht. Selbst als Spielset ist das völlig in Ordnung. Ja. Also mir hat es wirklich Spaß gemacht. Mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Und auch von den Minifiguren, die jetzt so dabei sind, für mich passt das definitiv. Ja. Es ist ein Exklusivset. Ja, klar, okay, schade. Ja, also ich hätte mich jetzt auch gefreut, wenn jetzt doch vielleicht wesentlich mehr Händler dieses Set bekommen. Dann ist auch mal der ein oder andere Rabatt mit drin noch. Oder auch kleinere Händler vor Ort, ja, wo das Set bekommen. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie das auch gut verkaufen können, das Set. Ja, die sollen ja auch von irgendwas leben. Deswegen ist natürlich schade, dass man hier gesagt hat, es ist ein Exklusivset. Aber durchdacht ist es definitiv. Ja, also hier hat wirklich mal jemand mitgedacht. Ich habe schon viele Sets gebaut, wo ich gedacht habe, Mensch, nee. Ja, aber hier ist das ein bisschen anders. Also mir hat es persönlich sehr, sehr gut gefallen zu bauen und die eine oder andere Funktion oder das, was man gedacht hat, ja, oder auch mal so ein bisschen, ja, dieses Kackhäufchen in der Toilette oder so, das bringt einem einfach zum Lachen und so soll eigentlich auch Spielzeug sein, dass es dir Freude macht und dich zum Lachen bringt. Und deswegen kann ich eigentlich nur Positives von diesem Set berichten, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und mich freut es dann umso mehr, wenn natürlich genau sowas nachher als Ergebnis rauskommt. Ja. Ich habe euch unten das Set mal verlinkt. Ihr müsst es nicht direkt bei Lego kaufen. Ihr könnt es auch woanders kaufen. Und ja, schaut es euch an. Wenn ihr über diesen Link kauft, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Ja, da bekomme ich auch wieder eine kleine Unterstützung, von dem ich natürlich wieder das neue Set kaufen kann und euch zeigen werde. Ja, schaut es euch einfach mal an. Ich persönlich muss sagen, mir war es das Geld definitiv wert, auch wenn das vielleicht der ein oder andere dann wieder anders sieht. Aber es war auch ein ganz entspannter Bau, ja. Der Bau selber, der geht wie Butter. Ja, also ich bin jetzt auch wieder anderes gewohnt. Die letzten zwei Baus, die ich gemacht habe oder Bauten, die ich gemacht habe, waren von Mold King. Es waren größere Projekte. Mir tun jetzt noch die Finger weh davon, ja. Und da läuft das hier wie geschmiert und wie Butter, ja. Und auch von der Bauanleitung her, die Bauabschnitte, alles in Ordnung, ja. Diesmal durfte man auch mal drei, vier Teile in die Hand nehmen, nicht nur ein Teil. Das war wirklich schön. Also, so muss das sein. Straßenplatten habe ich schon mehr dazu gesagt. Das macht gar keinen Sinn für mich. Weg damit, ja. Aber der Rest ist definitiv verwertbar. Ja, und hier steckt auch wirklich endlich mal wieder Liebe zum Detail dahinter. Ja, soweit mein Fazit. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weiterhelfen können mit diesem Set. Vielleicht hat der eine oder andere jetzt dann doch auch mal seine Entscheidung getroffen, ob es was für ihn ist oder nicht. Ich bereue es auf jeden Fall nicht, das gekauft zu haben und ihr werdet das auch wiedersehen in meiner City. Definitiv. Nicht im Bahnhof selber, aber das eine oder andere werdet ihr auf jeden Fall wiedersehen, weil ich kann damit was anfangen. Absolut. Ja.
Vielen Dank euch fürs Zusehen. Wünsche euch eine gute Zeit. Dankeschön. Euer Bricknick.